Heyo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Legend of Dungeon, ein Dungeon Crawler, wie man fast im Namen erkennen kann. Und dabei bedanke ich mich erstmal an Robert Loves Kitty, den Entwickler des Spiels, und an GameStar, die mir diese Version zur Verfügung stellen, die beiden. Und wir spielen hier dieses kleine, interessante Spiel. Wir haben hier die Person. Hold down to center. To enter. Wir haben hier diese Person, die jetzt um hier rumläuft. Ich habe schon die ganzen Settings und sowas gemacht. Ich werde mal kurz noch das hier machen, damit es so kurz weggeht. Ihr seht, wie gesagt, ich bin die Figur da oben. Soweit ich richtig gesehen habe, könnten wir, wenn wir jetzt runtergehen, erstmal hier drinne. Können wir nicht rein. Aber hier können wir rein. Und wenn wir rausgehen, seht ihr, wir haben hier andere Charaktere zur Verfügung. Also wir können uns ein bisschen einen Charakter aussuchen. Wenn wir nur ein bisschen reingehen und wieder rausgehen, dann anschließend sehen wir noch ein bisschen anders aus. Na komm, jetzt gerade komme ich als Frau wieder raus. Na komm schon. So und so, hatte ich doch gerade mal kurz gehabt. Naja, egal. Siehst du, da war jetzt andere Frau, aber wir würden als Mann spielen. Insofern, mein Gott, los Mann. Ach so, okay. So, wir müssen kurz rüber. Jetzt sind wir als Mann. Ja, okay. Wir haben hier unten haben wir die ganzen Credits, die jetzt nebenbei laufen. Und er ist gerade gestorben durch den Alkoholeinfluss anscheinend. Hier können wir ein paar Äpfel einsammeln. Und Bier anscheinend. Gucken, ob wir hier die Äpfel einsammeln. Ja, können wir auch. Los, wir sammeln mal die ganzen Sachen hier ein, die rumliegen. Ich habe hier auch schon die droppen will ich natürlich nicht. Habe auch schon mal die ganzen Sachen. Ah, hier haben wir eine Leuchte. Sehr gut. Leuchte. Eine Lampe. Und attacken können wir mit. Ach, jetzt ist er schon wieder gestorben hier. Der Gegner. Mit E. Oh, 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 oh. Der will uns platt machen. Und damit sind wir schon mal tot. Gratuliere. Wir sollten uns nicht mit irgendwelchen Leuten anlegen, die hier sind. Und wenn wir jetzt tot sind, bringt mir das alles natürlich nichts. Außer, dass meine Seele hier rumläuft. Da kann ich noch rein. Ah, sieh mal an. Aber wir haben nur 5 Lebenspunkte. Mhm. Da würde ich mal fast sagen, wir machen nochmal ein neues Spiel. Trotzdem nur 5 Lebenspunkte. Dann machen wir Reset. Genau. Die Controls müssten noch sein, genau, die Options. Return to Title. Und dann spielen wir nochmal. Und wir gehen jetzt wieder raus. So, das sind wir wieder das Held. Ich werde mal kurz die Sachen aufsammeln. Die bekannten Sachen hier. Ja, unten links seht ihr, wie gesagt, das Menü. Aber wir haben jetzt schon so viel erklärt. Damit kann ich eben switchen und droppen, wenn ich will. Das will ich und essen. Aber das will ich eigentlich gar nicht. So, wir wollen hier runter. Und zwar gehen wir in den Dungeon. Und ihr seht schon, da kommen schon Fledermäuse an. Heißt also, ich sollte mal auf eine Waffe gehen. Und einfach mal die Fledermäuse töten. Das Rote, was wir jetzt sehen dort unter dem Player 1 Name, wäre unsere Lebensanzeige. Dann haben wir darunter unseren Schaden. Was wir jetzt gerade haben, wir plus 1, plus 0 noch durch irgendwas zusätzlich. Und darunter haben wir unsere Rüstung und dann haben wir unsere Erfahrungspunkte und zum Schluss unser Gold. Soweit, was ich erstmal bisher weiß. Und wir können unser Schwert mehr oder weniger aufladen. Und damit den Schaden erhöhen, den standardmäßigen, denn hier ist ja schon wieder eine Schlange. Die haben wir angegriffen, haben wir sogar. Was haben wir denn hier noch alles bekommen? Sieh mal an. Punch. Ah. Potion. Eine Green Potion. Was ist hier? Sind wir von hier gekommen? Hier ist alles rot. Oh. Erstmal gegen die Schlange ankämpfen. Ja, von hier sind wir gekommen, oder? Dabei stand ja auch da Level 1. Hi. Hier geht's auf jeden Fall runter zum Level 2. Da führt die Treppe hin. Aber wir wollen nochmal in die anderen Sachen gucken. Okay. Dem Gang hier noch was Interessantes. Auf jeden Fall müssen wir natürlich immer tiefer in den Dungeon. Auch interessant, Level 1 wieder. Immer tiefer und immer mehr entdecken.
Jetzt haben wir hier lila. Ich glaube. Uah! Jetzt hat die Schlange mich gebissen. So, hier war ja lila. Da ist auch lila. Gehen wir mal hier kurz hier rein. Okay, habe ich doch schon alles entdeckt? Wirkt gerade so. Warte mal kurz. Ja, es wirkt gerade so. Also gehen wir jetzt mal in Ebene 2. Und da liegt schon mal ein Taler rum. Und die sammeln wir auf, bevor der verschwindet. Was ist da? Ein Apfel. Oder eine Bombe. Aber ich glaube, das war ein Apfel. Vielleicht eine Vitaminbombe. Kann ja auch gut sein. Und da haben wir einen Trank. Gerade ist ziemlich still, wenn es darum geht, wegen Gegners. Da ist es gerade ein bisschen ruhig. Oh, hier haben wir welche. Kobolde oder so. Komm. Aber wir haben es. Zwar haben wir ein bisschen Schaden bekommen, aber nicht so viel. Und gerade hier ist noch grün wegen ein paar Slimes. Ich weiß nicht, ob die daran schuld, dass es so grün ist. Wow. Auf jeden Fall kommt jetzt was raus. Weil ich auf die Platte getreten bin. Und ich kann nicht nach oben schlagen, stelle ich auch gerade entsetzensweise fest. Ach Gott. Und Level up. So, hier können wir anschließend rauf. Gut. Ach ne, ich sammle erstmal die Erfahrungspunkte. Warum es so grün ist, keine Ahnung. Oh, da hinten sieht man auf jeden Fall, als wäre da irgendwas. Vielleicht müssen wir noch auf einen anderen Stein drücken. Damit wir hier hinten was aktivieren. Auf jeden Fall sieht es momentan nicht so aus, als würden wir was aktivieren hier. Ah, hier ist noch ein Schalter. Gut. Okay. Hier war doch noch eine Platte. Komisch. Es geht nur hier hoch. Aber es nutzt nichts weiter. Vielleicht die richtige Reihenfolge. Da können wir auch mal kurz die Lampe wieder nehmen. Wir jetzt erstmal hier den Schalter aktivieren. Oh oh, oh 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 oh. Wir könnten sogar mit der Lampe auf den eindreschen. Zwischenzeit ist hier wieder einer gekommen. Aber ich glaube, wir müssen uns beeilen. Ich will mal gucken, ob es vielleicht die Reihenfolge die richtige ist. Also erstmal hier aktivieren. Hier war doch ein Schalter. Genau. So, den aktivieren. Dann kurz schnell hier nach hier hinten. Das hier aktivieren. Nee, da geht es in der Zwischenzeit zurück. Und hier ist nicht irgendwie auch mal ein Schalter, oder? Das hier in der Mitte ist auch eher banal gelassen. Nee. Und jetzt gerade... Ah, guck mal. Jetzt ist gerade rot aus dem Roten schwarz geworden. Und da ist ein Gegner gekommen. Jetzt kann ich hier rein. Anscheinend bedeutet das Rot so viel wie sicher. Und hier scheint irgendeine Falle zu sein. Da springe ich mal lieber rüber. Okay. Habe ich durch den Stein aktiviert. Hm. Was machen wir jetzt? Können wir ruhig... Kann ruhig weggehen. So, einen Apfel haben wir hier. Ich will mir ein bisschen heilen. Und nehme das Wort. Hier geht es auf jeden Fall wieder rauf zu Level 1. Da wollen wir aber nicht hin. Können wir hier unten lang eigentlich? Also hier. Ja. Und die Potion nehmen. Au. Gut. Ich werde wahrscheinlich... Oh, was haben wir da? Telefonzelle? Bringt das uns in die Vergangenheit? Hey. The Traveler. Hör mal kurz. Punch. Wir wollen ja nicht reden. Hey. Wow, 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 wow. Jetzt kämpft er gegen uns, oder was? Vielleicht kriegen wir seine Lederpistole. Wenn wir den töten. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Okay. Ich bin erstmal in Sicherheit. Hot Pink Potion. Ich bin mir nicht sicher. White Potion. Beer. Green Potion. Pink. Okay, ich schlaf gerade. Zu geil. Ich weiß nicht, wie viel Leben der noch hat. Auf jeden Fall werde ich mal die Telefonzelle dazu nutzen. Mir ein bisschen
Oh, 5 Schadenspunkte nochmal bekommen. Komm, aufladen. Okay, ich habe nochmal 44 Schadenspunkte gemacht. Komm, den kriegen wir. Oh, er hat nochmal 5 Schaden. Oh, nochmal 5 Schaden. Hey, wie viel Leben hat der denn, bitteschön? Ja klar, jetzt tötet er mich. Logisch. Gut. Das ist zum Motto erste Runde. Keine Ahnung, was der da geschafft hat, was der für ein Typ ist, ob man damit noch was machen kann mit denen. Es soll bloß jetzt ein kleiner Vorgeschmack gewesen sein für dieses Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und die werden ja auch alle zufällig generiert, die ganzen Levels. Da würde ich mal sagen, mal gucken, was uns das nächste Level bringt zum nächsten Mal und bis dahin euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.